Das war schon heftig, was da geschehen ist und was sich daraus hätte entwickeln können. Sind Value-Aktien jetzt in diesem Moment, Mitte 2023, sind die echten Schnäppchen? Ja, den MSCI World wollen wir in dem Sinne schlagen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Eigentlich brauche ich ihn schon gar nicht mehr vorstellen. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher ETF-Papst. Herzlich willkommen, Gerd Kommer. Grüß dich, Mario. Hallo Gerd, jetzt wird es der ein oder andere schon festgestellt haben, heute gibt es zwei Weltpremieren. Die erste ist nämlich, wir sind jetzt tatsächlich beim Du gelandet. Gerd, freue mich sehr, dass du hier bist. Und die zweite Weltpremiere, die ist fast noch ein bisschen spannender. Es gibt jetzt nämlich neu auf dem Markt den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF oder auch kurz den Gerd Kommer ETF. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen, vielen Dank, Mario. Ja, diesen neuen ETF gibt es seit dem 21. Juni, ist er gelauncht. Und wir sind natürlich ein bisschen stolz drauf, jetzt unseren eigenen ETF zu haben. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Darüber sprechen wir heute. Und jetzt drängt sich natürlich eine Frage gleich auf. Gerd, ausgerechnet du, die rationale Stimme, du willst jetzt den Markt schlagen? Ja, gut, gute Intro. Also unser ETF, und wir werden ja gleich noch über seine Eigenschaften ein bisschen sprechen, ist kein MSCI World ETF. Das schicke ich voraus. Und in der Abgrenzung zu einem MSCI World ETF kann man didaktisch gesehen sehr viel leicht erklären. Also aus der Unterscheidung wird manches besonders deutlich. Wenn man jetzt einen MSCI World ETF als den Markt betrachten würde, ne, kann man sagen wir einfach mal, genau. Genau, das kann man mal annehmen. Sozusagen. Das ist auch eine akzeptable, glaube ich, Annahme, Grundannahme. Erstmal so ganz pingelig, wenn man ganz pingelig wäre, könnte man auch noch das ein oder andere kleine Fragezeichen dahin tun. Aber passt schon. Ja, den MSCI World, also schrägstrich den Markt, wollen wir in dem Sinne schlagen. Nicht indem wir Stockpicking machen oder Market Timing, also das, was im Allgemeinen die Überschriften für aktives Investieren sind. Ne? Also jede Art von aktives Investieren ist schlussendlich am Ende des Tages eine Form von Stockpicking oder Security Picking, noch allgemeiner gesagt. Oder Market Timing oder eine Mischung aus diesen beiden Ansätzen. Also die ganzen 10.000, 20.000 aktiven Anlagestrategien, die es auf der Welt gibt, von Dirk Müller bis Ray Dalio und so weiter, die sind alle unter diesen beiden Überschriften oder drei, wenn man sagt, wenn man die Mischung noch dazu nimmt, zu subsumieren. Das machen wir nicht, sondern das ist ein rein regelgebundener, prognosefreier, passiver, du weißt, ich mag das Wort passiv investieren nicht so, aber in dem Sinne, wie das Wort die meisten verstehen, im Kontext von investieren, ist es ein passiver Ansatz. Und wir wollen aber 1 bis 1,5 Prozentpunkte per annum nach Kosten mehr Rendite als ein MSCI World. Das ist aber schon sportlich, oder? Rausholen auf lange Sicht. Jetzt muss ich ganz schon aus Compliance-Gründen ganz fett betonen, auf lange Sicht. Nicht in einem gegebenen Jahr, nicht dauerhaft, nicht immer. Also klar, dauerhaft im Sinne von auf lange Sicht schon, aber nicht zu jedem Zeitpunkt, in jedem Teilzeitfenster. Weil wir bestimmte Faktorprämien, darüber können wir auch gleich noch sprechen. Genau, das werden wir gleich vertiefen, wie das passieren soll. Klar. In diesem ETF drin haben und in dem Sinne wollen wir den Markt schlagen, ja. Jetzt hast du die Frage schon teilweise beantwortet, warum es diesen ETF braucht. Aber, gut, wir werden das natürlich gespannt beobachten. Jetzt gibt es ja schon andere Ansätze. Also warum braucht es jetzt genau diesen ETF? Genau, also Factor Investing, mit anderen Worten, die Übergewichtung von sogenannten Faktorprämien wie Small Size, Value, Momentum, Quality, vielleicht Political Risk, wenn man das als Faktorprämie bezeichnen möchte, und dann noch in unserem Fall eine Investmentprämie, die wenig bekannt ist, die nennt sich Investment. Das ist eigentlich ein unsinniger Name, muss ich gestehen, aber der kommt nicht von mir. Also diese Faktorprämien sind statistisch identifizierbare Merkmale, also das kann jeder Computer, jeder dumme Computer kann sowas identifizieren. Also kleine Aktien sind
als kleine Aktie erkennbar. Aber brauche ich jetzt nicht der große Stockpicker sein, um das erkennen und sehen zu können und aussortieren zu können. Haben halt auf lange Sicht, wieder Betonung, lange Sicht, höhere Renditen als der Gesamtmarkt oder das andere Ende des Spektrums, zum Beispiel Large Caps, große Aktien. Und wenn ich sowas übergewichte in meinem passiven Portfolio, also schwerpunktmäßig diese Art von Aktien dort präsent habe, dann ist da grundsätzlich besteht die Möglichkeit, eben den allgemeinen Aktienmarkt zu schlagen, wenn man dieses Wort schlagen benutzen möchte. Aber es ist regelgebunden, also es ist jetzt nicht das Verdienst eines besonders schlauen Menschen, der zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trifft, sondern es ist schlussendlich ein Algorithmus, der in dem Index enthalten ist, den wir zusammen mit jemandem entwickelt haben. Sehr spannend schon mal, jetzt wollen wir das gleich durchgehen. Wie gesagt, die einzelnen Faktoren und natürlich auch, wie das Ganze aufgestellt ist, das ist natürlich auch spannend, denn da ist ja schon ein ordentlicher Unterschied dann zum MSCI World zum Beispiel. Jetzt eine Frage kurz. Jetzt gibt es ja einige Promis oder auch Investmentgrößen in Deutschland, die schon Produkte haben oder die Fonds. Du hast vorher schon Dirk Müller, jetzt will ich nicht mit Dirk Müller vergleichen, keine Angst. Aber mir ist Frank Thelen eingefallen und mit dem habe ich damals, ich glaube, das war so vor 2 Jahren, als er seinen Fonds gelauncht hat, da habe ich damals ihn noch gefragt, ja, jetzt ist gerade Tech-Aktien so relativ hoch, ist das vielleicht ein schlechter Zeitpunkt? Jetzt frage ich dich, ganz andere Baustelle, jetzt sprechen gerade viele schon von einer Blase. DAX auf Allzeithoch. Es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sich denken kann, ist jetzt vielleicht ein schlechter Zeitpunkt. Sind Aktien gerade viel zu teuer? Bist du ein bisschen nervös, dass vielleicht der Start schwierig werden könnte? Nee, offen gesagt überhaupt nicht. Also sprechen wir kurz vom Aktienmarkt allgemein. Wenn ich Aktienmarkt sage, meine ich, außer ich qualifiziere es anderweitig, immer den globalen Aktienmarkt. Also den wirklich weltweiten Aktienmarkt, der besteht eben nicht nur aus dem S&P 500 oder aus amerikanischen Tech-Aktien, die Fang-Aktien und so weiter. Der globale Aktienmarkt ist heute Mitte Juni 2023 ungefähr fair bewertet. Hat also ein KGV, das nahe am Langfristdurchschnitt liegt. Ob dieser Langfristdurchschnitt 15, 16 oder 17 sein soll, das ist noch so eine akademische Frage. Wenn man nämlich Rechnungslegungsvorschriften anwenden würde, die heute gelten auf die Gewinne von vor 50 Jahren und so weiter, dann wären diese, dann würde man eher auf 16, 17 kommen. Wenn man das nicht macht, dann ist dieser Schnitt eher bei 15. Aber das kleine technische Detail nur am Rande. Da liegen wir nahe dran. Ja, was hoch bewertet ist heute in diesem Moment, sind immer noch Technologieaktien. Da gab es schon eine kleine Korrektur, aber schon wieder so ein Uplift neuerdings. Die sind teuer, Large-Cap-Technologieaktien und im Allgemeinen regional betrachtet der amerikanische Aktienmarkt. Aber der Rest, Rest of World sozusagen, ne? Und das sind ja, je nachdem wie man es betrachtet, die anderen 50% des Weltaktienmarktes, die sind überhaupt nicht hoch bewertet, sondern im Gegenteil, die sind günstig bewertet. Schwellenländer-Aktien sind günstig bewertet, Small-Cap-Aktien sind günstig bewertet, auch der deutsche Aktienmarkt ist nicht hoch bewertet und ein Allzeithoch ist ohnehin keine Bewertungskennzahl. Jetzt könnte man ja schon auf die Idee kommen, USA teuer, der Rest of the World, wie du es gerade genannt hast, nicht so teuer. Hast du dann die USA beschnitten sozusagen, denn im MSCI World, wissen wir, sind die USA ja schon länger, ja, sagen wir, relativ dominant unterwegs. Genau, ja. Könnte man fast so sagen, also aus zwei Gründen sind US- und Schrägstrich US-Tech-Werte bei uns in diesem ETF und ultimativ letztlich in dem Index, den der ETF abbildet, deutlich unterrepräsentiert. Darüber freuen wir uns. Sie sind deswegen unterrepräsentiert, weil die regionale Gewichtung dieses globalen Index und globalen ETFs, also erstmal ein global investierender Aktien-ETF, der den gesamten weltweiten Aktienmarkt zunächst mal abbilden möchte. Mit Qualifikationen, und auf die komme ich jetzt. Ne? Und in diesem globalen Aktienuniversum sind die USA, wenn man das Kriterium Marktkapitalisierung hernimmt als Gewichtungskriterium, bekanntlich mit 60-65% derzeit präsent, weil die amerikanischen Börsen halt sehr groß sind und amerikanische Aktien auch hoch bewertet sind. Und das stellen wir sozusagen oder ändern wir, mildern wir schon mal ab dadurch, dass wir die Ländergewichtung in diesem Index
auf der Basis einer Formel, die 50% Marktkapitalisierung, also das ist praktisch das normale Gewichtungskriterium, und die anderen 50% sind volkswirtschaftliche Fundamentalgrößen, also das Bruttoinlandsprodukt, also der Anteil der amerikanischen oder deutschen oder japanischen oder chinesischen Volkswirtschaft an der gesamten Weltwirtschaft. Und wenn man die beiden Formeln zusammennimmt, dann sind wir, was die USA anbelangt, irgendwo so in der Nähe von 45% und nicht 65% Gewicht. Mhm. Ne? Und wir sind immer noch sozusagen bei der Frage, hohes Gewicht ist, hohe Bewertung ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, da wir im Gegenzug Schwellenländer höher gewichten und die günstigen Segmente des Weltaktienmarktes höher gewichten, auch Small-Cap-Aktien, Value-Aktien. Value-Aktien jetzt in diesem Moment, Mitte 2023, sind die echten Schnäppchen, wie es unser Freund Warren Buffett gerne ausdrückt, Bargains, weil sie auch jahrelang schlecht gelaufen sind und im Ergebnis heute sehr, sehr preisgünstig sind. Sie sind übrigens nicht deswegen schlecht gelaufen, weil die Value-Unternehmen schlechte Gewinne hatten, überhaupt nicht. Also wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre ich auch ein bisschen besorgt. Also Value-Unternehmen als statistische Kategorie hatten gute Gewinne. Es liegt eher daran, dass einfach Value schlecht, also günstig bewertet ist, ne? Also ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Oder Tech war halt einfach dominant, richtig, wahrscheinlich die letzten Jahre, oder? Ja. Also 50% Marktkapitalisierung, 50% BIP, Unternehmensgewinne, könnte man im weitesten Sinne sagen, ja, also weil die Unternehmensgewinne, aber natürlich auch andere Teile des Bruttoinlandsproduktes, also Löhne und Gehälter, das macht ja die Größe einer Volkswirtschaft aus, und da ist eben die USA nicht 65% weltweit, sondern irgendwo in der Größenordnung von gut 30%. Und wenn man diese beiden Kriterien zusammennimmt, dann kommen eben diese 45% raus. Wir haben also das Klumpenrisiko USA nicht in dem Maße. Und mir persönlich, ich habe das ja schon an verschiedenen Stellen gesagt, wären 65% USA im Aktienteil meines Portfolios einfach zu viel. Ne? Nicht, weil ich jetzt denke, es gibt irgendwie ein ganz spezifisches Problem kurzfristig in den USA. Ich möchte kein Land mit 65% haben, ob das jetzt USA heißt oder Nordkorea oder Japan. Zwei Fragen dazu. Erste, warum nicht 100% Wirtschaftsleistung? Ja, schlussendlich, die Frage kann man stellen, wir wollten nicht ganz so radikal sein. Ne? Mhm. Schlussendlich sind Börse und Realwirtschaft dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also die Frage, wie groß der Anteil aller Unternehmen in einem Land ist, die börsennotiert sind. Ne? Das ist eine kulturelle, auch teilweise regulatorische oder rechtliche Frage. Ne? In manchen Ländern ist es halt einfacher, sich listen zu lassen, in anderen nicht. Ist aber, wie gesagt, auch eine kulturelle Frage, hat auch partiell dann steuerliche Implikationen. In den USA ist es halt sagen wir mal, an die 100 Jahre so, dass ein Unternehmen, wenn es entsprechend wächst und groß genug ist, sehr schnell die Entscheidung trifft, ja, wir wollen jetzt uns listen lassen. Das bedeutet natürlich für die vorherigen Eigentümer Kontrolle abzugeben. Es bedeutet, Kasse zu machen und Kontrolle abzugeben. Und ein deutscher Mittelständler sieht das halt anders. Und in China gibt es dann nochmal andere Hindernisse, zum Beispiel staatlicher Einfluss. Aber das Ergebnis ist halt, die Börse ist ein Teilsystem der Wirtschaft und die Realwirtschaft ist ein anderes. Die beiden sind miteinander verbunden, und wir wollten irgendwo einen sinnvollen Kompromiss finden zwischen den beiden. Und wenn wir jetzt die USA auf 30% runtergewichtet hätten, dann könnte man vielleicht sagen, okay, also diese dynamische Volkswirtschaft, diese dynamische Börse, die ist jetzt vielleicht dann doch nicht hoch genug gewichtet. Also ein Tod muss man sterben, wir haben diesen gewählt. Jetzt hast du vorher schon Warren Buffett zitiert, der sagt ja auch ganz gerne, never bet against America. Klumpenrisiko USA, ist es vielleicht nicht auch ein Risiko, ja, zu wenig USA im Depot zu haben und jetzt vielleicht nicht auf 50, 100 oder 200 Jahre, denn irgendwann, klar, wird sich die Welt auch mal wieder ändern, aber auf 5, 10 oder 20 Jahre? Also ich persönlich, also erstmal habe ich keine Glaskugel, ich kann nur sagen, dass auch ein Land wie die USA, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, nicht vor, sagen wir mal, schweren Krisen
grundsätzlich gefeit ist. Ne? Mhm. USA hatten schon einen Bürgerkrieg, die USA, wenn man vor zwei, drei Jahren Kapitolsturm denkt, das war schon heftig, was da geschehen ist und was sich daraus hätte entwickeln können. Dann auch das Thema kriegerische Auseinandersetzungen. USA ist halt Weltmacht, Militär-Weltmacht Nummer eins. So was kann einfach, und wir können die Zukunft nicht voraussehen, für ein einzelnes Land auch böse quasi ins Auge gehen. Und will man eigentlich ohne Not, ne, diese hohe Konzentration, dieses hohe Risiko ein Land im Portfolio haben. Wenn wir die Geschichte uns anschauen, Russland zum Beispiel hatte vor der russischen Revolution 1917 einen relativ großen Aktienmarkt, dann ging das von heute auf morgen auf 0, 100% Verlust. Ne? China hatte, die kommunistische Revolution war irgendwann 48, 49 oder sowas, auch einen relativ großen Aktienmarkt, war auch von heute auf morgen quasi Game Over. Mhm. Argentinien ist so eine Geschichte, das war auch mal eine sehr florierende Weltwirtschaft, hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein höheres Bruttoinlandsprodukt als Deutschland, auch eine Börse. Durch Missmanagement, Militärdiktaturen, Sozialismus wurde das sehr vielversprechende Land ja, also wirtschaftlich und zumindest was die Börse anbelangt, dann zeitweilig in Grund und Boden gewirtschaftet und so weiter. Und will man das? Also ich möchte dieses Konzentrationsrisiko einfach nicht im Portfolio haben. Und das kann man relativ einfach machen, indem man irgendwie so eine Art Cap einzieht. Und das haben wir hier gemacht. Wichtig vielleicht noch, also es ist eine Ein-ETF-Lösung und es ist 100% Aktien, vielleicht nochmal. Richtig, genau. Gut, dass du das erwähnt hast. Also es ist die volle Ladung sozusagen, Aktien. Wer sagt, okay, ich möchte aber nicht ganz so rasant durch die Investmentwelt fahren, also nicht 100% meines investierten Vermögens, meines liquiden Vermögens in Aktien haben, sondern vielleicht 80-20, also 20% risikoarme Anlagen, der könnte diese anderen 20% ja zum Beispiel über ein Tagesgeld, verzinsliches Tagesgeld, wenn das im Rahmen der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro betraglich liegt, investieren oder könnte sich ein risikoarmes Anleihen-ETF ins Depot holen und so weiter. Ja. Stichwort Anleihen, das ist ein sehr gutes Stichwort. Da machen wir nämlich gleich noch ein kurzes Extra-Video zum Thema inflationsgeschützte Anleihen für Beating Beta. Also wenn ihr das sehen wollt, und da gibt es einiges zu besprechen, denn ja, viele haben da ja so im Kopf, oh, inflationsgeschützte Anleihen, die schützen mich vor Anleihen und vor Inflation. Vor Inflation. Schon gut, dass du da bist. Genau, vor Inflation, und ist dann quasi 1:1 an die Inflation gekoppelt. Also da gibt es ein paar Mythen, und Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, natürlich auch den Link zum neuen ETF. Jetzt wollen wir mal über die Faktorprämien sprechen, die Small Size Prämie. Die ist ja sehr spannend. Jetzt wissen wir das ja eigentlich schon länger, dass ja, Small Caps ganz gut performen. Man sieht das ja auch DAX, MDAX, SDAX. Selbst da zeigt sich das ja schon länger. Woran liegt das denn? Ja, also ist eine gute Frage. Speziell was Small Size, die Small Size Prämie oder Small Cap Prämie oder Size Prämie, heißt so ein bisschen missverständlich auch. Also hier wird ja Kleinheit prämiert und nicht Größe. Mhm. Die wurde 1980 von einem Schweizer Forscher sozusagen für die Wissenschaft erstmal entdeckt. Der hat einfach damals die 50, 60 Jahre Daten, die es zum US-Aktienmarkt damals gab, also von 1926 bis Ende der 70er Jahre, ausgewertet und hat einfach geschaut, haben kleine, also Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung, mit geringer Marktkapitalisierung, höhere Renditen als das andere Ende des Spektrums, und hat gesehen, ja, da gibt es einen großen Unterschied. Das war damals also irgendwo 2,5 Prozentpunkte per annum, also im Durchschnitt von 60 Jahren. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass Small-Cap-Aktien, kleine Unternehmen, einfach risikoreicher sind. Ne? Sie sind als Unternehmen fragiler. Ein kleines Unternehmen ist halt schlechter diversifiziert. Das hat weniger Kunden, weniger verschiedene Produkte. Es hat auch eine dünnere Personaldecke und so weiter. Also die Konkursquote unter kleinen Unternehmen, das kann man leicht zeigen, ist größer. Das wird jetzt niemanden überraschen als unter großen Unternehmen. Ne? Also die Siemens ist dieser Welt, die gehen halt prozentual seltener pleite als jetzt Müller, Meier, Schulze, Anlagenbau in Kleinkleckersdorf. Ne? Und,
Und die Small Cap Prämie ist eine Kompensation für dieses erhöhte Risiko. Ne? Mhm. Also der Aktienmarkt ist nicht so doof, der will mehr Rendite, wenn er auch mehr Risiko hat. Und in dem Fall ist es sozusagen einfach, dass dann diese Renditeprämie auch kommt. Die kommt aber, es ist ganz wichtig, nicht in jedem Jahr. Small Caps können selbstverständlich auch in einem gegebenen Jahr schlechter rentieren als Large Caps, aber im langfristigen Mittel ist es so. Jetzt kommt eine fiese Frage. Wäre es dann nicht rational, wenn ich jetzt langfristig denke, einfach nur breit auf Small Caps zu setzen? Wer sozusagen indifferent ist gegenüber Volatilität und starken Drawdowns in seinem Portfolio, wer also kein Problem mit hoher Volatilität hat, weil er das mental gut aushalten kann und weil er das Geld nicht braucht. Ne? Mhm. Es könnte ja immer mal sein, dass man an seine Liquidität ran muss zum falschen Zeitpunkt, wenn wir gerade so einen Downturn haben. Also für jemanden, für den das alles zutrifft, dass ich jetzt sage, ja, der sollte eigentlich sowieso nur in die renditeträchtigsten und das sind meistens auch die risikoreichsten Investments investieren. Aber die Welt ist halt nicht so einfach. Wir wollen irgendwo eine für uns passende Mischung aus Renditechance, aber auch Sicherheit. Und deswegen nur Small Caps, das wäre zu heftig. Das ist wie Gin Tonic, nur mit Gin. Mag auch der ein oder andere, aber für viele ist es dann vielleicht doch zu stark. Diese Investment-Faktor-Prämie, auch Low-Asset-Growth-Prämie, ja, die ist spannend, die kennen wahrscheinlich viele noch nicht, oder? Genau, also ich denke, die ist sehr unbekannt. Die wurde vor 15 Jahren in der Forschung ist sie jetzt nicht mehr ganz neu, aber im Retail-Markt, ETF-Retail-Markt, kaum präsent, in Deutschland überhaupt nicht. Vor 15 Jahren rund zum ersten Mal quasi wissenschaftlich präsentiert, wenn man so will. Was steckt dahinter? Also eigentlich auch wieder ganz einfach. Unternehmen, deren Bilanzwachstum, ne, jeder weiß so ungefähr, was eine Bilanz ist, also so ein T-Konto, ne, links die Vermögenswerte, rechts, wo kommt das Geld her, also Eigenkapital, Fremdkapital. Und unten ist die Bilanzsumme jeweils, sollte auf beiden Seiten die gleiche Zahl sein, das ist so ein Stück. Sollte, ja. Außer bei der Silicon Valley Bank vielleicht. Und Wirecard. die Bilanzsumme, also wenn wir jetzt denken an die linke Seite der Bilanz, da wo die Vermögenswerte, die Assets stehen, die Aktiva, man hat einfach festgestellt, dass Unternehmen, die eine schnell wachsende Bilanzsumme haben, die also sehr viel neue Assets kaufen, also jetzt mal banal formuliert, viel in Maschinen investieren und in Patente und was auch immer auf der linken Seite der Bilanz stehen könnte, auch Vorräte, die Unternehmen haben schlechtere Renditen als diejenigen, die langsamer wachsen, also die ein geringeres, langsameres Bilanzsummenwachstum haben. Ne? Mhm. Man könnte sagen, ne, die rasant wachsen, ne, die investieren halt vielleicht in sehr viele Prestigeprojekte, weil der CEO, der Vorstand jetzt sagt, da müssen wir auch noch eine Fabrik haben und den Wettbewerber kaufen wir jetzt auf, der ist mir schon lange im Dorn. Also dieses aggressive Wachsen wollen führt zu einem schnellen Bilanzwachstum und bei diesem aggressiven Wachstum sind halt auch viele schlechte Investments dabei. Ne? Während ein Unternehmen das sagt, okay, wir warten wirklich bis zum richtigen Moment, bevor wir investieren, wir sind sehr selektiv, sehr kritisch, das wird langsamer wachsen, aber für mich als Investor ist vielleicht eben dieses langsamer wachsende Unternehmen das Attraktivere, weil es weniger schlechte Investments tätigt, weniger Fehler macht. Ne? Und das könnte quasi realökonomisch der Hintergrund dieser Investmentfaktorprämie sein. Ne? Mhm. Also empirisch haben diese Forscher festgestellt, dass solche Unternehmen, die ein langsames Bilanzsummenwachstum haben, ein besserer Deal sind für die Aktionäre. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist ja breit gestreut. Also wie viele Aktien sind jetzt drin? Das sind ja oder wer drin abgebildet, besser gesagt. Wir kommen gleich noch vielleicht zur technischen Umsetzung an. Wie viele sind das? Der Index selber, den wir zusammen mit Solactive, das ist ein deutscher Indexhersteller, Indexanbieter mit Sitz in Frankfurt, entwickelt haben und zusammen natürlich auch mit Legal & General. Der Index selber bildet ab 5.000 Unternehmen von den rund 9.000 plus Unternehmen, die es an den Börsen weltweit gibt, in den sozusagen Schaufenstern der Börsen, im Prime Listing Standard. Das sind so gut 9.000 und davon haben wir gut die Hälfte in diesem Index.
unser ETF bildet diesen Index über das Verfahren Optimized Sampling, also eine repräsentative Stichprobe, ab. Warum nicht alle 5.000 Aktien? Weil das transaktionskostenmäßig keinen Sinn machen würde. Ne? Also ich muss, wenn ich 5.000 Aktien kaufe in meinem Portfolio, dann muss ich ja 5.000 einzelne Deals machen, einzelne Transaktionen kaufen. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme Beispiel, nehme eine Stichprobe von 2.000, das ist 40% von den 5.000. Das ist bewusst eine repräsentative Stichprobe. Also ich habe ein Verfahren, das sicherstellt, dass die Stichprobe quasi allgemeingültig ist. Dann brauche ich halt nur 2.000 Trades. Und ich muss nur 2.000 mal die Fixkosten aufwenden. Und ich kann mir sogar noch die 2.000 rauspicken im Rahmen eines statistischen Verfahrens, das sicherstellt, dass es repräsentativ bleibt, die am liquidesten sind, die also die günstigsten Geldbriefspannen haben. Ne? Zwei Unternehmen, ne? wenn ich Siemens und General Electric jetzt, beide so ähnliche Branche, habe, dann hat halt eins davon zu einem gegebenen Zeitpunkt die bessere Liquidität. Das heißt also, die Geldbriefspanne ist enger. Ich zahle sozusagen weniger beim Kaufen oberhalb des Marktkurses und dann würde ich von den beiden halt das günstigere nehmen, ne, wenn ich eine repräsentative Stichprobe habe. Und es ist auch ein bisschen begrenzt nach oben, also Stichwort Kopflastigkeit, also Begrenzung des Gewichtes pro Einzelaktie auf maximal 1%. Beschneide ich da nicht Renditepotenzial? Denn jetzt wissen wir ja, wir haben vorher schon drüber gesprochen, nur wenige Aktien tragen den Aktienmarkt. Das ist ja eigentlich so ein Phänomen, das gibt schon lange, also dass wenige, die komplett durch die Decke gehen, dann den Aktienmarkt pushen. Diesen Push beschneide ich den dann nicht. Mhm. Also wenn ich sage, okay, eine Aktie, die jetzt vielleicht richtig groß werden könnte, ja, die hat dann maximal 1%. Also gut, dass du das erwähnst. Wir haben also ein Cap, eine einzelne Aktie, auch zum Beispiel Apple, kann bei uns nicht höher gewichtet sein als 1%. Ne? Im MSCI World war Apple zeitweilig, ich weiß nicht was, bei 4, 5, 6 oder ja, so. Ja, also jedenfalls 3+%, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Im S&P 500 auf jeden Fall deutlich über 3 oder 4% zeitweilig. Und dann sind wir wieder beim Thema Konzentration, das wollten wir nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass die größten 10-15% aller Aktien, die größten 10 oder 15 aller Aktien, das sind diese berühmten Mega-Large-Caps, die Apples dieser Welt und die Googles und wie die alle heißen. Es waren aber nicht immer nur IT-Aktien, früher war auch mal ein General Electric dabei und ähnliche, oder ExxonMobil, Öl und Energie. Die haben nicht grundsätzlich höhere Renditen. Ne? Die mussten natürlich gute Renditen haben, um genau, so groß zu werden. Genau, aber das meine ich quasi auf dem Weg dahin, also bei 1%, weil dann zu 3, 4, 5, da wäre ja dann noch viel Luft nach oben, oder? Genau, also sagen wir mal, wir haben vorhin über den Small-Cap-Effekt gesprochen. Generell ist es so, dass kleinere Aktien tendenziell bessere Renditen haben. Mhm. Und das gilt auch, also wenn ich nur die, das kann man über ETFs sogar auch darstellen, sogenannte Equal-Weight-ETFs. Ne? Ich könnte den S&P 500, ich glaube, das gibt es sogar als ETF, das sind die 500 größten amerikanischen Aktien, in einer Equal-Weight, also gleichgewichteten Version, genau, ja. Haben als ETFs. Ich glaube, das kann man in Deutschland kaufen, in den USA auf jeden Fall. Das gibt es auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das lief auch ja, und, oft und, besser. Da haben wir ja schon den Beweis, also dieser S&P 500 Equal Weight hat den konventionellen S&P 500, in dem Apple in 3,5% oder 4% oder was auch immer die Zahl war, Gewicht hatte und hat, outperformed. Und das belegt ja, was ich sage. Ne? Also sicherlich kann es in Bezug auf eine einzelne Aktie, Apple ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Apple einfach phänomenal gut rentiert hat in den letzten 20, 25 Jahren. In den vorherigen 20 Jahren war es nicht so wahnsinnig. Dazu haben wir auch mal was gemacht. Ja. Waren ja auch schon mal fast pleite. Ja, und, aber im Schnitt, und es geht bei mir und bei uns, wir machen kein Stockpicking, weil ich nicht denke, weil ich glaube, dass das nicht gut funktioniert. Wir halten uns sozusagen an Regeln und im Durchschnitt quasi ist der Verzicht auf diese super Large Caps macht renditemäßig Sinn und er hat natürlich auch, das ist eigentlich sogar der wichtigere Gedanke, ein Risikomanagement
Idee hinter sich. Ne? Ich möchte kein einzelnes Land mit 65% in meinem Portfolio haben und ich möchte auch keine einzelne Aktie mit 4% im Portfolio haben. Quality ist ja auch ein Faktor. Jetzt würde mich mal interessieren, wie messe ich denn jetzt wissenschaftlich Qualität? Das ist ein bisschen so einfach, komplizierter oder? Als jetzt bei der Investmentprämie, über die wir vorhin gesprochen haben. Da brauche ich nur die Bilanzsumme sozusagen zu vergleichen oder das Wachstum der Bilanzsumme zu vergleichen. Und bei Small Cap, da messe ich halt einfach nur die Marktkapitalisierung. Aber es ist auch nicht so kompliziert. Also Quality ist natürlich ein Sammelbegriff für zwei, drei, vier verschiedene Kennzahlen, die man hernehmen könnte, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die dann einzeln oder in Summe quasi die Low Quality von den High Quality Unternehmen unterscheiden, trennen, aufsplitten. Wir wollen natürlich die High Quality Unternehmen im Depot haben, im Portfolio haben. Das ist erstmal Low Leverage, also ich möchte Unternehmen mit geringer Verschuldung haben. Das ist einfach zu messen. Ich brauche einfach nur die Verschuldungsquote in der Bilanz messen. Dann möchte ich Unternehmen haben, die eine hohe Betriebsrentabilität haben, also Betriebsgewinnrentabilität haben. Was ist der Betriebsgewinn? Das ist nicht der Nettogewinn, der nach Steuern und Sondereffekten und so weiter ganz am Ende der Gewinn- und Verlustrechnung steht, sondern das ist irgendwo so eine Gewinngröße, die weiter oben steht. Also der Gewinn vor Abschreibung, also Umsatz minus normale Kosten. Abschreibung lasse ich unter Umständen auch noch draußen. Also so die Rohmarge oder wie immer man sagen möchte. Da gibt es unterschiedliche EBIT-Marge und EBITDA-Marge, unterschiedliche Begriffe und auch bei der Definition dieser Quality-Prämie unterschiedliche Verfahren. Das macht nicht jeder gleich. Aber es ist, also ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden. Also typischerweise nehme ich zwei, drei Kennzahlen, niedrige Verschuldung, hohe Betriebsgewinnmarge und kontinuierliche, also stabile Gewinne. Ich möchte auch so ein bisschen wie bei den Dividenden-ETFs, ich möchte ein Unternehmen, das in den letzten drei Jahren relativ kontinuierliche Gewinne hat, das könnte auch ein High-Quality-Unternehmen sein. Wenn ich mir das jetzt mal aus einer anderen Perspektive überlege, ich habe jetzt diese ganzen Faktoren, also ich habe jetzt Qualität, ich habe Value, also vielleicht Unternehmen, die jetzt gerade nicht so in Mode sind, dann habe ich Momentum, gibt es ja auch, können wir auch vielleicht noch kurz drüber sprechen, also Unternehmen, die dann eher angesagt sind, ich habe Small Caps, ich habe Unternehmen, mit, wo die Bilanzsumme nicht so stark wächst, die versprechen ja alle langfristig Small Caps eine Outperformance. Wie können die denn quasi alle gewinnen? Denn das ist ja die Frage, also wenn quasi alle irgendwie eine Outperformance bringen, dann muss es ja irgendwo einen Rest geben, der eine verheerende Performance hat langfristig. Oder? Ist auch so. Also, aber wie trennt man das quasi so auf? Also in generell, also vielleicht das nur als allgemeines Statement und du hast ja eigentlich schon indirekt selber gesagt, ne, der Aktienmarkt ist eine Veranstaltung, in der es sehr, sehr viele zahlenmäßig ganz, ganz, ganz üble Loser gibt, ne, die alles sehr stark nach unten ziehen und dann gibt es ein gar nicht so großes Mittelfeld. Jetzt klingt gar nicht großes Mittelfeld, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, die Semantik wird mir hier nachgesehen. Die okay rentieren und dann gibt es halt noch ein relativ kleines Spitzenfeld, das überdurchschnittlich rentiert und den Markt, also all diesen Mist und die schlechte Performance, die Masse produziert hat, dann in Summe mehr als ausgleicht, ne? Sodass wir im Schnitt dann auf 6-7% real langfristig kommen. So, aber zurück jetzt spezifisch zu deiner Frage. Ne? Nehmen wir das Beispiel Small Size Prämie und Value Prämie. Ne? Ich habe die 9.000 Aktien in meinem Gesamtuniversum, mit dem ich beginne und ich sage, okay, ich möchte eigentlich nur die kleinere Hälfte, also die 4.500 kleineren Unternehmen. Ne? Ich könnte natürlich auch sagen, nur die 2.000 kleinsten, also so wie man halt Größe jetzt definiert. Da ist eine gewisse Willkürlichkeit drin. Das muss nicht jeder, macht nicht jeder gleich, jeder Index-Provider. MSCI macht es anders als FTSE Russell oder Standard & Poor's. Ne? Und das ist auch okay. Aber bei allen ist erkennbar, dass je weiter ich runtergehe, ne, desto besser rentieren die kleinen Unternehmen, aber auch desto volatiler werden sie. Ne? Also ich muss halt irgendwo für mich so ein nach meinem Gusto Kompromiss finden. Und wenn ich jetzt diese 4.500 kleinen Unternehmen mir nochmal hernehme und darin die günstig bewerteten
hernehme, also die Value-Unternehmen. Ich sage einfach, okay, jetzt mache ich nochmal einen Cut. Von den 4.500 Small Caps, ich habe es jetzt als Small Caps definiert, nehme ich die 2.250, die das niedrigere KGV haben. Na, also ich gucke, was ist das KGV von allen, und ich nehme einfach den Median, den Mittelwert als Trendpunkt, als Cut-off-Point. Und jetzt hätte ich einen Small Value Multifaktor Index. Der hat die zwei Prämien drin. Das ist schon, hier können wir schon über Multifactor Investing sprechen, mit zwei Faktorprämien. Und natürlich habe ich nur noch 2250 Aktien von den 9000 Unternehmen. Das ist so ein bisschen, also je mehr von diesen Filterkriterien, und wir haben ja fünf Prämien, fünf Filter, wenn man so will, ich anwende, unter sonst gleichen Umständen, desto kleiner ist natürlich der Rest, der am Ende übrig bleibt. Ne? Mhm. Ich möchte aber nicht dahin kommen, dass ich am Ende nur noch 50 Aktien im Index und damit im ETF habe. Das möchte man nicht. Und das kann man natürlich auch verhindern mit bestimmten Methoden. Jetzt sind das ja schon sehr viele Kriterien, auch spannend, vielleicht noch ESG ist auch noch mit drin. Wie kriegt man das dann alles unter einen Hut? Also ich sage jetzt mal, dass man das jetzt nicht händisch macht, ist auch klar, dass du da immer da sitzt und das sozusagen jeden Monat ausrechnest und per Hand die Aktien aussuchst. Aber trotzdem, das sind ja sehr viele Baustellen. Also das ist doch genau, schon also sehr komplex, oder? Also es ist relativ komplex, weil wir, wie du sagst und wie du ja zu Recht hervorhebst, wir eine Menge Filterkriterien haben, also diese 5-Faktor-Prämien, dann die Cap, den 1%-Cap, dann die Marktkapitalisierung versus BIP-Gewichtungsmischung. Wir haben noch so einen soften ESG-Filter. Wir haben also die übelsten, wenn man die Weltwirtschaft in 11 Superbranchen aufteilt, also 11 Megabranchen, und in allen 11 Branchen, diejenigen paar, das sind jetzt nicht viele Unternehmen, rausnimmt, die übelsten CO2-Sünder sind sozusagen, das haben wir auch noch drin. Das ist aber zahlenmäßig sind das sehr wenig Unternehmen. Also so einen soften, kein radikaler ESG-Filter, muss auch noch dazu sagen, CO2-Emissionen zu messen, das ist eine Schwarz-Weiß-Angelegenheit, also eine objektive Angelegenheit. Da müssen wir uns nicht über, hat jetzt dieser Vorstand, diese Vorstandsgruppe genug Frauen und Minoritäten drin, also da könnte man darüber streiten, was jetzt genug ist. Also etwas, was man messen relativ kann, klar messen kann. Und ohne großen Aufwand messen kann. So. Deswegen haben wir, weil das alles relativ kompliziert ist, mit Selective und Legal & General, also 7-8 Monate gearbeitet, um diesen Index dann dahin zu bringen, wo wir ihn haben wollten. Also ein großes Problem war, das hatte ich anklingen lassen vorhin, war, dass am Ende nach den vielen sozusagen Filtern, es sind schlussendlich Filter, über die wir hier sprechen, die wir angewendet haben, halt dann immer weniger Unternehmen quasi die Hürden noch übersprungen haben, alle Hürden übersprungen haben. Das wollten wir nicht. Dann muss man die Filterkriterien loser machen, softer machen. Es ist so ein bisschen wie beim Abitur, ne? Fast jeder hat irgendwo eine Eins, ne? In Sport, der eine und der andere halt in Mathe und der dritte in Religion, ne? Aber eine Eins in allen Fächern zu haben, das ist halt schon eine andere Hausnummer, ne? Aber schlussendlich kann man das mittels ausreichend Arbeit und Intelligenz in einem Algorithmus dann festhalten. Es ist uns dann auch gelungen. Wir hoffen natürlich, dass diese Mischung, die sicher erklärungsbedürftig ist und da, wir unterhalten uns jetzt darüber. Es ist nicht so straightforward, nicht so pillepalle wie jetzt in der MSCI World. Ne? Da habe ich halt die 1600 größten Aktien in 23 Industrieländern. End of story. Ne? Leicht zu erklären. Erklärungsbedürftig ist unser ETF, das weiß ich, und wir sprechen da sicherlich jetzt nicht 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten damit an. Schön wäre es ja, aber das, die Hoffnung, die brauchen wir, glaube ich, nicht zu haben. Für diesen
für diesen Ansatz wird sicher eine relativ beschränkte Menge von Menschen geben, die das interessant finden, die sich da so ein bisschen einlesen möchten. Aber wir reden ja hier mit Do-it-yourself-Anlegern, wir reden nicht mit Leuten, die zur Bank gehen und sagen, gib mir doch mal einen guten Fonds, ne? Lieber Berater. Ne? Und dann, das ist aber jetzt eine andere Story, was da dann meistens dabei rauskommt. Ne? Und wir sprechen hier Do-it-yourself-Anleger an, die für sich, die schon wissen, was ETFs sind, die auch wissen, was ein MSCI World ist, die auch wissen, dass regelbasiertes Investieren eigentlich großen Sinn machen kann, die wissen, was eine Welt-AG ist. Ich möchte halt investiert sein, nicht nur in die deutsche Volkswirtschaft oder in eine Branche oder ein Thema. Die sagen, okay, es gibt zwar auch andere Multifaktor-ETFs, aber die haben häufig nur nur Industrieländer als Beispiel und auch nur 2 oder 3 Faktorprämien, und das kann man auch besser machen. Ne? Und ich glaube, warum gibt es nicht mehr Multifaktor-ETFs auf dem Markt? Weil das in erster Linie daran scheitert, das Produkt, dass es erklärungsbedürftig ist. Und ich habe so ein ganz klein bisschen den Vorteil, jetzt bin ich unbescheiden, dass ich in der Do-it-yourself-Anleger-ETF-Community einigermaßen bekannt bin. Und das kann man so sagen, ja. Und vielleicht deswegen wir die Hürde Erklärungsbedürftigkeit bei diesem Produkt leichter überspringen können, als es jetzt, sage mal, ein DWS Xtracker mit der Marke Xtracker könnte. Es ist ja so ein bisschen gelebte Wissenschaft auch. Also ich bin gespannt, das ist natürlich schwer heute zu sagen, ob das Ziel dann sozusagen aufgeht auf 20 oder 30 Jahre. Also ist ein spannendes Experiment. Ich drücke auf jeden Fall mal schon die Daumen. Emerging Markets, wie viel machen die aus momentan ungefähr von der Gewichtung? Die werden so circa 30% ausmachen, ein bisschen unter 30%. Okay, also das ist ja jetzt in den letzten Jahren, muss man sagen, schon eine Enttäuschung gewesen. Jetzt gibt es ja da sehr viele Diskussionen. Gut, Russland haben wir jetzt ja schon gesehen. China haben ja momentan, sagen sehr viele, ja, ist das vielleicht gefährlich? Also muss man da einfach durch und sagen, diese Risiken muss man eingehen, um dann vielleicht, auch wenn es vielleicht nochmal 5 Jahre schlecht läuft, auf 20, 30, 40, 50 Jahre dann einfach diese Risikoprämien einzusammeln? Also als Aktionär, als Aktieninvestor muss man durch schwierige Phasen durch. Das wird ein Stockpicker, glaube ich, wird mir da zustimmen. Jeder Unternehmer wird mir da zustimmen und ein rationaler passiver Aktienanleger wird mir da auch zustimmen. Schwellenländer als Beimischung, ne, selbst in einer Heavy Dosage von 30%, das haben wir neulich in einem Blogbeitrag mal gezeigt anhand von Zahlen, ne, aber 30% ist mehr, als wir jetzt im ETF haben. Ich sagte ja vorhin etwas unter 30%. Aber das ist schon eine ordentliche Portion, haben als Beimischung in einem, zusammen mit einem MSCI World auch in den letzten 15 Jahren die Rendite nur geringfügig reduziert und haben sogar dazu beigetragen, dass der letzten 20 Jahren, dass die sogenannte Sharpe Ratio, also wenn ich Rendite und Risiko ins Verhältnis setze, erstaunlich attraktiv war, weil Schwellenländer gering korrelieren, also sich eigenständig entwickeln relativ zu Industrieländern, und dann kommt am Ende ein guter Rendite-Risiko-Mix heraus. Also insofern, ich bin ein großer Schwellenländer-Fan. Heute sind Schwellenländer, das hatten wir ganz zu Anfang, sehr, sehr günstig bewertet, also eigentlich eine fantastische Opportunität, jetzt Schwellenländer-Investment zu tätigen. China, bisschen Sorgenkind, sehe ich jetzt so diesen Corona-Wahnsinn, den China praktizierte und der sicherlich sich auch im Aktienmarkt und in den Aktienrenditen von China niedergeschlagen hat, also diese völlig überzogene, menschenfeindliche Selbstisolation, das haben die ja abgestellt. Ne? Also selbst eine chinesische Führung ist offensichtlich lernfähig, und infolgedessen denke ich, dass es keinen Grund gibt, so eine dynamische, stark wachsende Volkswirtschaft wie China außen vor zu lassen. Es wäre auch ethisch, moralisch, also ich denke, sozusagen Kapital fernzuhalten von so einem Land ist ohnehin die Frage, ob das
aus einer eher ethisch-moralischen Sicht dann zum Ziel führen würde. IPO-Aktien vielleicht noch ganz spannend. Kommen nicht rein. IPO, Initial Public Offerings, also initiale Börsengänge, ne, das ist auch in der Forschung ein gut belegtes Thema. Unternehmen, die an die Börse gehen, haben statistisch in den ersten 12 bis 24 Monaten nach diesem initialen Börsengang schlechte Renditen. Mhm. Also diejenigen, die vor über 20 Jahren in der Dotcom-Blase, also damals bei diesen IPOs mitmachten und dann der deutsche neue Markt, ne, also ist eher in den Geschichtsbüchern der Kapitalmarkt. Nemax und Co. Ja. Die werden mir zustimmen. Also das war natürlich extrem damals. Also man sollte sich zweimal überlegen, ob man bei einer Aktie dabei sein möchte, die gerade eben ihr IPO hatte. Und statistisch gesehen sind das schlechte Deals. Mhm. Und die filtern wir auch raus. Also das Unternehmen muss halt mindestens 18 Monate, 24 Monate schon an der Börse gewesen sein. Okay, aber danach darf es dann sozusagen rein. Also es gilt jetzt einfach, nicht Unternehmen, die neu an die Börse kommen, sondern einfach nur quasi diese Startphase. Genau, in der Startphase halten wir uns da lieber fern, weil, wie gesagt, solche Sachen statistisch gesehen nicht so gut funktionieren. Wenn ich einen Börsengang planen würde mit meinem Unternehmen, dann würde ich das machen in dem Moment, in dem es mir persönlich am besten geht, in dem ich mit meinem Unternehmen an so einem Peak bin. Ne? Mhm. Und wenn man sich diese Logik mal vergegenwärtigt, dann ist es eigentlich keine große Überraschung, dass es danach in mehr als 50% der Fälle eher nach unten geht. Oder sie springen auf Trends auf. Da muss man jetzt auch Angst haben, dass demnächst viele KI-IPOs anstehen. Ja, genau. Und die kommen eben zu hohen Bewertungen rein. Ne? Ob das jetzt Venture Capital Fonds sind oder auch bei solchen IPOs. Und ja, diese Unternehmen, das ist auch manchmal so ein Missverständnis. Natürlich haben die hohe Wachstumschancen. Aber die Frage ist nicht, haben sie hohe Wachstumschancen? Die Frage ist, zu welchem Preis kaufe ich diese Wachstumschancen? Ist der Preis, diese Bewertung, steht die noch in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis? Natürlich wird sich ein KI-Unternehmen stärker entwickeln als jetzt ein Einzelhandelsunternehmen. Wachstumsmäßig, das durchschnittliche KI-Unternehmen wird sehr viel stärker wachsen. Aber das ist allein noch kein Grund dafür, dass es ein attraktiver Buy sein wird im Sinne von Aktieninvestment. Jetzt haben wir noch ein paar spannende Sachen, kein Mindestanlagebetrag und Co. Es gibt ausschüttend und thesaurierend, zwei Varianten. Ja. Also falls noch Fragen offen geblieben sein sollten, vielleicht machen wir bald ein Webinar, wo die Leute dann vielleicht mal direkt auch Fragen stellen können. Genau, also die WKNs können wir, glaube ich, unten in den Shownotes packen wir verlinken, alles rein. Ja, genau, also klar, und Link dazu und alles findet ihr unten in der Videobeschreibung und alles, was dann noch kommen sollte, wird auch unten verlinkt. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch und ich drücke die Daumen. Dankeschön, Mario. Danke, Gerd, dass du hier warst. Das ist heute eine spannende Weltpremiere. Man muss ja nicht bescheiden sein. War es auf jeden Fall. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.